Baby, 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 bitte halt mich fest. Im September haben wir wieder Kanzlertest. Und wer gewinnt, steht auch schon fest. Au! Nicht schon wieder diese Frau. Probleme, die die Welt bewegen, geht sie mit Geduld an, mit verspannten Schultern. Zärtlich und sensibel, mit Quittungsblock und Bibel hängt sie ihren Rüssel in jede Suppenschüssel. Und ihre Gegner haut sie weg, als wären das Partyhäppchen. Alleine steht sie oben auf dem Siegertreppchen. Sie ist Erste, sie ist Zweite und von mir auch die Dritte. Die kann links, die kann rechts. Das ist die deutsche Mitte, mal mit Rot, mal mit Gelb, mal geduldet, dann gewollt. Es bleibt alles, wie es war. Schwarz, Rot, Gold, das wird eine Damenwahl. Das wird eine Damenwahl. Aus jedem Wahllokal wird ein Tanzlokal. Die Kanzlerin, das bitten elegant und feminin. Sie ist und bleibt nun mal die deutsche Dancing Queen. Oh. Sie ist ihr eigener DJ und sie kennt die deutschen Bühnen. Wenn die anderen im Arsch sind, tanzt die Walzer mit den Grünen. Im Osten gibt es Tango, also ran an Gregor Gysi. Ja, sie kennt den Sozialismus. Oscar, take it easy. Gibt sie keine Blöße, nicht im Dienst und nicht privat. Die ist und bleibt nun mal die erste Frau im Staat. Oh, die regiert uns weiter elegant und konsequent. Die gefühlten Werte liegen schon bei 110%. Wer soll diese Frau noch bremsen? Wer? Es kann nur Philipp Rösler. Oder Peer. Wer? Genossen sind per Du, aber Peer ist längst per Du. Seh ich Merkel, denk ich Kohl, ich hab ein Déjà-vu. Erst nach 17 Jahren wurde es um den Dicken enger. Und die stellt sich hin und sagt, ich kann noch länger. Länger. Baby, 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 bitte halt mich fest. Die Angie gibt der Bundesrepublik den Rest. Was die Angie kann, das kriegt der Steinbrück gar nicht hin. Der könnte ja nur Kanzler sein, aber keine Kanzlerin.